Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Ultra Mond. Heute hoffentlich mit gut abgewischten Audio. Ja, sorry, hatte ja bei mir Windows neu ausgespielt und habe deshalb OBS und alles nochmal neu installieren und einstellen müssen. Und da habe ich doch vergessen, die Audioquellen zu trennen. Also Desktop-Audio, also das Ingame-Sound und Mikrofon und deshalb alles vermischt und bla, ja. Jetzt sollte hoffentlich alles richtig sein und ja, können das Spiel nun in vollen Gänze genießen. Nachdem wir beim letzten Mal ja unseren Starter bekommen haben, unser Robbelchen hier. Und wir schauen uns jetzt erstmal hier in Lilly ein wenig um, würde ich sagen. Wuffel ist ein ganz toller Beschützer. Ja, das ist schön. Wuffel scheint hier irgendwie sehr beliebt zu sein. Bei den ganzen Leuten hier. Ich meine, ja, ist ein ganz putziges Pokémon und all, aber warum das jetzt so beliebt hier ist? Das hat einen Hund, ne? Hunde sind immer. Da komme ich noch nicht dran. Hunde sind halt immer was Tolles, ne? Wir haben ja selber hier ein paar Hündchen im Haus gehabt schon und haben sie immer noch. Bin mehr oder weniger mit Hündchen aufgewachsen, von daher ist das nochmal was anderes für mich als für Leute, die vielleicht nicht mit Hunden oder im Allgemeinen Haustieren aufgewachsen sind. Manche sind halt eher auch die Katzenmenschen, weil ja, Katzen sind ein bisschen pflegeleichter in Anführungsstrichen. Die sind halt ein bisschen selbstständiger noch als ein Hund. Inselkönig Carla ist der stärkste Boomantrainer auf Mele Mele. Aber im Moment ist er nicht da. Anscheinend gab es irgendwo ein kleines Problem. Hier gibt es kein Pokémon Center oder was? Naja, ich bin mal mutig. Und gehe einfach so mal weiter. Mahalo Bergpfad. Willst du dem Schutzpatron deinen Respekt zollen? Er ist ein bisschen launig, aber lass dich davon nicht abschrecken. Ja, ich glaube, das hier ist auch so die Stelle, die in der Demo von Sonne Mond betretbar war. War nicht ewig lange. Ja, ich weiß, ich bin doch schon auf dem Weg zu den Ruinen. Aber bitte, du musst in deiner Tasche bleiben. Was, wenn dich jemand sieht? Ah. Eine junge Dame mit einem sehr großen Hut. Das erinnert so ein bisschen an den Anime, oder? Wo Ash damals ganz am Anfang ja auch von Habitax angegriffen wurde. Und dann Pikachu eingeschritten ist und die Freundschaft zwischen denen erst so richtig gewachsen ist. Ja, ja. Ist okay. Ich brauche deine Hilfe. Wölkchen ist in Gefahr. Dieser Habitat greifen Wölkchen an. Aber ich bin kein Trainer, deshalb. Ich flehe dich an. Bitte hilf Wölkchen. Ich heile schnell dein Pokémon für dich. Ach, das ist aber lieb.
Immerhin etwas, das sie kann. Wir werden angegriffen! Von einem wilden Habitat. Na gut, da frisst du jetzt meine Aquaknarre. Ein Crit? Wow. Hätte eher gedacht, ein Crit one-shottet das Teil, aber offenbar nicht. Da habe ich es vielleicht doch ein bisschen unterschätzt oder meinen Roppel überschätzt. Aber jetzt sind wir auf Level 7. Und noch stärker. Das Habitat, ich habe gehofft, du hättest es vertrieben, aber ich bitte dich, hilf, Wölkchen. Aber sei vorsichtig, die Hängebrücke sieht nach der Attacke eben nicht mehr ganz stabil aus. Ich hoffe, wir sind schwindelfrei. Da würde ich ja schon die Panik bekommen. Was war das dann? Ach, für ein Glück. Was hättest du wieder deine Kraft eingesetzt? Du weißt doch, dass du das nie sollst. Erinnerst du dich nicht mehr, wie sehr dich das beim letzten Mal geschwächt hat? Ich möchte das nicht wieder mit ansehen müssen. Aber eigentlich müsste ich mich wohl bei dir entschuldigen. Damals hast du deine Kraft nur eingesetzt, um mich zu beschützen. Jetzt wäre ich an der Reihe gewesen, dich zu beschützen, aber ich war völlig hilflos. Was hast du? Ein glitzernder Stein. Er fühlt sich ganz warm an. Oh, entschuldige. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Du hast uns sehr geholfen. Mein Name ist Lily. Dieser Stein, er gehört dir, oder? Das hätten sie ein bisschen besser animieren können, oder? Wenigstens, dass sie das hinhält und wir greifen uns dann aus ihrer Hand und nicht aus der Luft. Bitte verrate niemandem etwas von Wölkchen. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du es für dich behalten könntest. Komm, bitte geh wieder zurück in die Tasche. Also, ich möchte nicht, dass Wölkchen noch einmal etwas zustößt. Tut mir leid, dass ich dich so überfalle, aber könntest du uns wohl zum Dorfplatz begleiten? Ja, dann machen wir das halt. Ah, Sky. Wie ich sehe, hast du Lily schon kennengelernt. Sie ist meine Assistentin. Ich dachte, der Inselkönig wäre bei dir, Lily. Hala meinte, er müsste sich schnell um etwas kümmern und dann war er auch schon weg. Ich dachte, ich könnte mir in der Zwischenzeit kurz den Mahalo Bergpfad ansehen und... Und da hast du also Sky getroffen. Sie ist ganz frisch nach Alola gezogen. Um genau zu sein, ist sie gestern erst hier angekommen. Wäre schön, wenn du ihr das eine oder andere zeigen könntest. Du bist also eine Bekannte von Professor Kukui? Freut mich, dich kennenzulernen. Kano, Hala, unser Inselkönig ist zurück. Der Mann, der vom Schutzpatron auserwählt wurde.
Er ist in ganz Alola für sein Talent als Pomodeller bekannt. Da fehlt jetzt irgendwie noch so eine epische Musik oder so, die da eingespielt wird. Was ist hier los? Habe ich irgendwas verpasst? Hala, da sind sie ja. Wo haben sie denn gesteckt? Gab es irgendwelche Probleme? Nicht direkt. Ich wurde bloß in eine Rangelei zwischen zwei Wuffels verwickelt. Ich habe auf dem Weg hierher Kaporiki am Himmel gesehen. Gab es hier irgendwelche Vorfälle, während ich fort war, Lilly? Und es ist schon wieder aus der Tasche. Es kann doch jetzt jeder sehen! Ja, ich wollte Ihnen gerade davon erzählen. Mein kleiner Freund wurde auf der Hängebrücke von einigen Habitak angegriffen. Das Guy ist ihm zur Hilfe geeilt. Aber dann ist die Hängebrücke plötzlich mit beiden darauf eingebrochen. Um ein Haar wären sie in die Tiefe gestürzt. Doch der Schutzpatron hat sie gerettet. Wow, unglaublich. Hut ab, Kaporiki, es war den Namen nach unserer Schutzpatron, aber es hilft nicht jedem. Du musst dein Herz bewegt haben. Kukui, diese junge Dame hat viel Mut und Fürsorge bewiesen. Genau das macht einen guten Trainer aus. Darf ich mir vorstellen, ich bin Hala, der Inselkönig von Mele Mele. Willkommen in der Alola-Region. Kukui hat mir schon von dir erzählt. Es freut mich, dich kennenzulernen. Warum bist du schon wieder so zappelig? Solange Hala und der Professor in der Nähe sind, bist du sicher. Weil das nur eine Ausnahme. Du musst immer brav in der Tasche bleiben, ja? Hört sich ja nach einem tollen Leben an. Ja, Wölkchen hat so seinen eigenen Kopf. Er scheint dich wirklich zu mögen. Weißt du, normalerweise werden Pokémon erst dann zutraulich, wenn man sie streichelt oder pflegt. Das gefällt ihnen nämlich. Ich habe ja ein kleines Geschenk für dich, Sky. Wenn du ein Pokémon wärst, wäre das die perfekte Gelegenheit, um Erstaunen einzusetzen. Und wieder aus der Luft gegriffen. Ein Pokédex. Der Pokédex ist ein ausgeklügeltes Gerät, das automatisch Einträge für alle Pokémon erstellt, die du auf deiner Reise triffst. Dein neuer Partner Robal wurde bestimmt auch schon registriert. Werf ruhig mal einen Blick darauf. Und ein Trainerpass. Den Inselkönig hast du jetzt auch getroffen. Ich denke, das reicht erstmal für heute. Du solltest nach Hause gehen und dich ausruhen. Ja, Moment mal. Erstmal gucken wir uns die ganzen neuen Dinge hier mal an, ne? Okay, wir haben 5000 Geld. Ja, und ansonsten ist hier noch alles leer. Okay. Pokepause, ja, das haben wir ja beim letzten Mal schon gesehen. Guy, warte. Ach, was wird denn die Nervensäge schon wieder? Hast du etwas vergessen, Tali? Also echt, Obi, du bist doch derjenige, der alles vergisst und einfach völlig wegspaziert. Na nun, Sky, dürfte ich den Glitzerstein, den du da hast, mal kurz sehen? Oha, das ist ja ein... Obi, ist dieser Stein etwa... Sag mal, Sky, Kaporiki hat dich gerettet, richtig? Ja... Ich verstehe, du wurdest also nicht nur gerettet, sondern hast auch den Stein erhalten. Ich habe das Gefühl, es war Schicksal, dass du nach Alola gekommen bist, Guy. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich den Stein für eine Weile an mich nehmen. Keine Sorge, du bekommst ihn gleich morgen wieder zurück. Aus dir wird bestimmt ein großartiger Trainer, du hast diese Funkeln in den Augen. Es wäre mir eine Ehre, dich morgen beim Fest zu sehen. Los, Guy. Zeit zurückzugehen, ich begleite dich noch bis nach Hause. Lilly, du kommst am besten auch mit. Wir wollen schließlich nicht, dass dein kleiner Schützling in Schwierigkeiten gerät. Da haben Sie recht, Professor. Ich werde gut auf Wölkchen aufpassen. Hast du vergessen, was ich gesagt habe? Du sollst doch in der Tasche bleiben. Da bist du ja wieder, Sky. Und, hast du den Inselkönig getroffen? Hala heißt er doch, wenn ich mich nicht irre. Oh, dein neues Pokémon hast du auch gleich mitgebracht.
Ach nein, wie putzig. Es scheint ja wirklich kein bisschen scheu zu sein. Es hat dich auf Route 1 vor einem Mangunior beschützt? Das klingt für mich ganz nach einer schicksalhaften Begegnung. Ihr passt wirklich ganz wunderbar zusammen. Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Die vertragen sich dann schon auch schon. Am nächsten Tag. Sind wir im Mystery Dungeon angekommen? Ah, was für ein Sonnenuntergang. Aber jetzt packe ich besser wieder ein paar Kartons aus. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Pass doch bitte mal aus, Guy. Haben wir einen Brief bekommen? Ich habe auch nicht die Tür aufgemacht. Da kommt er einfach reinschwatziert. Hallo, Sky, es wird Zeit zu gehen, die Festigkeiten rufen. Aber zuerst muss ich dir etwas zeigen, jetzt wo du ein echter Bogentrainer bist. Komm, wir machen einen kleinen Abstecher zu Route 1, da bringe ich dir die Grundlagen bei. Pass schön auf und viel Spaß. Das wird sicher lustig zusammen mit deinem neuen Pokémon. Mauzi und ich kümmern uns erstmal weiter ums Auspacken. Und sie labern und labern. Komm schon, Sky, nicht so langsam. Muss mit einer Attacke auszudrücken. Mach mal Turbo-Tempo. Du und deine Attackenfetisch hier immer. Das sieht mir sehr nach Fang-Tutorial aus. Hier drüben. Wie du sicher weißt, können im hohen Gras wilde Pokémon lauern. Aber nun hast du ja Robert an deiner Seite. Du kannst jetzt also nicht nur gegen wilde Pokémon kämpfen, sondern sie auch fangen. Ich zeig dir mal eben, wie man wilde Pokémon fängt, also pass gut auf. Ja, ist ja nicht so, dass ich das schon seit Ewigkeiten weiß. Hey, ein Mabula, das Teil will ich auch haben. Wofür ist das voll im Vorteil? Nicht nur, dass es höher gelevelt, das hat auch noch einen Typenvorteil. Ja komm, wie man Pokémon fängt, das weiß glaube ich heutzutage jeder. Huftig Pokebälle hat er dabei, einfach mal so. Einfach mal so. Ey, hat ein Mabula gefangen. Unglaublich. Und schon ist das Mabula gefangen. So einfach ist das. Manchmal greifen wilde Pokémon nicht an, aber wenn du sie fängst, können sie verlässliche Mitstreiter werden. Wenn deine Pokémon mal erschöpft sind, kannst du auch bei dir zu Hause eine Pause machen. Hier ein paar Pokebälle und Tränke, damit du gleich loslegen kannst. Yay, nur 10 Bälle? So, mitkrieg dafür, dass du so viele hast. Also dann, los geht deine kleine Abenteuerreise nach Lili. Und du passt mir gut aufs Sky auf, ja, Robal? Das macht es bestimmt. Hey, guck mal, was da ist. Ein Mabula. Level 4, okay. Wird er mit Sicherheit einen Pfund überleben. Ja, locker. So, du hast jetzt bitte noch ein gutes Wesen. Die Sache bei Mabula ist, ich glaube die ersten beiden, also es hat so weitere Entwicklungen noch. Die erste und Mabula selber ist physisch, glaube ich, sogar besser. Die Endstufe hat aber einen deutlich besseren Spezialangriff wiederum. Deshalb wäre mir eigentlich ein... Na gut, ich brauche jetzt kein mäßiges Wesen oder so, aber ein scheues. Wobei, nee, scheu bitte nicht.
Teil ist nämlich am Ende mega lahm. Wieso auch immer, aber naja. Ein neutrales Wesen. Ja, okay, damit kann ich leben. Ein neutrales Wesen, da kann ich mit leben. So, wir gehen aber ganz kurz zurück zum Heilen. Nur für den Fall der Fälle, ne? Und dann, ich weiß gar nicht mehr, gab es noch einen Kampf? Ah, wir bekommen sogar einen Pokéball geschenkt. Nice. Ja, ich muss halt auch wirklich sagen, ich erinnere mich an dieses Spiel gar nicht mehr so gut. Ich habe es auch, glaube ich, am wenigsten von den Hauptreihen Spiele durchgespielt. Die siebte Gen im Allgemeinen halt. Von daher, meine, natürlich erinnere ich mich noch an ein paar Dinge auch insbesondere. Weil die kann man nicht vergessen. Na, guck mal, wir haben jetzt sogar Trainer. Okay, da haben wir jetzt unseren ersten Trainerkampf. Nein. Warum kann man das nicht mehr einfach mit Tausch auswählen machen? Ich weiß es nicht. Und was halte ich von der Trainermusik? Und sei eigentlich ganz nett. Definitiv. Und ja, ich muss Mabula so ein bisschen trainieren, weil anders geht's nicht. Ich glaube nicht, dass es mit Klammer großartig Schaden machen wird. Und daher machen wir das mal lieber so. Bis es mal eine gescheite Attacke gelernt hat. Mit der es auch angreifen kann. Aber ich denke mal sowieso, dass ich offscreen noch mal ein bisschen trainieren werde. Einfach damit Mabula eben auf einem... ja, etwas besserem Level ist. Okay, gegen Raupi könnte ich es aber vielleicht sogar mal probieren. Gegen den Knirps Max. Na komm, das ist einfach das Raupi. Das kriegst du doch wohl irgendwie hin, oder? Klammer, los! Ja, geht eigentlich sogar vom Schaden her. Wir bekommen auch nur 3 KP Schaden. Das geht! Das geht in der Tat! Auch wenn es wahrscheinlich ein Vorhit wird. Nee, okay, ein Three-Hit. Sehr schön, mein kleines Tackle. Was? Oh, ey, da war ein Wingal. Ein Wingal! Und ein Trank. Wir haben ganz schön viele Tränke mittlerweile. Ein Katerpie, noch ein Raupie. Na, wisst ihr was, das machen wir jetzt, glaube ich, noch platt. Dann hat Mabula auch ein Level Up. Und dann sollte es eigentlich auch schon für heute genügen, denke ich mal. Ja gut, mein Mabula-Schin hier ist ja sowieso schon lahm wie sonst was. Haben Sie eine Endstufe? Wir werden es natürlich noch sehen. Ich meine, ja, die ganzen Pokémon sind jetzt kein Geheimnis, die es hier in der siebten Gen gibt.
Aber vielleicht kennen sie die ein oder andere noch nicht. Also die Endstufe sieht eigentlich schneller aus, als es eigentlich ist. Sag ich jetzt einfach mal so. Mapula lernt nichts. Schade. Ey, guck mal, ein Buffels. Ja, wir können mit ihm sogar ein bisschen spielen. Weiß zwar nicht, was das bringt, aber... Wir machen es einfach mal. Weil wir sind Pokémon-freundliche Personen. Oh, da ist noch ein Trainer. Aber ich glaube. Oder ach komm. Den machen wir noch. Dann haben wir das nämlich auch. Dann wird der Partner ein bisschen länger. Was soll's? Was soll's? Ein Rattenfratz. Ja, das Teil hier ist eigentlich ein Unlicht-Pokémon in diesem Spiel hier. Nicht nur eigentlich, es ist ein Unlicht-Pokémon. Problem ist natürlich, ich habe keine Kampf, keine Käfer, keine Feenattacken, also eigentlich nichts Effektives. Und Ratfratz hat einen soliden Angriff. Aber wenn es natürlich jetzt keinen Step hat, weil ich glaube nicht, dass es schon Biss oder sowas hat. Von daher, ja, muss Robber legen, genau. Es muss es legen, ja, das auch. Muss regeln. Und das tut es auch wunderbarst, erreicht sogar noch ein Level-Up. Auch das ist wunderbarst. Und er erreicht sogar eine Feenattacke. Also, erreicht. Er lernt eine Feenattacke, so. Gut, das war's dann jetzt aber erstmal mit Pokémon Ultramond für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch belassen, gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann wohl da hinten diese komischen, ominösen Personen kennenlernen, ne? Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.